sehr frohe Schmerzen. Einen Schalter finden und das ausstellen ist auch nicht die Option. Coward. Na dann. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Wie was? Der Typ ist offensichtlich ein Psychopath, der ganz gerne Leute leiden sieht. Und wir schenken ihm so sehr Befriedigung jetzt. Das ist ihm alles, was er will. Vielleicht versuchen wir das dabei nicht drauf zu geben. Nicht gegrillt zu werden. Das wäre schon mal eine Idee. Ich würde sagen, links lang. Und da runter, dann links, dann links, dann geradeaus. Das könnte auch was werden. Rechts lang. Hier. Oder nicht. Oder nicht. Ich würde es mal da lang versuchen. Okay, können wir das schaffen? Das ist halt keine gute Idee. Du bist gerüstet. Geradeaus würde ich sagen. Darf keinen Fehltritt machen. Okay, das ist gut. Nein. Aus. Nein, vergiss es. Nein, vergiss es. Geradeaus. Ja, können wir versuchen. Das wird doch nichts. Und irgendwas muss unten und so ein Mensch durchpasst. Nein.
rechts. Nein. Zurück dann vielleicht. Will hier wirklich nicht durch. Wir sind noch relativ am Anfang. Ja, es könnte was werden. Oder nicht. Ach, Leute. Unten durch könnte klappen. Dann sind wir wieder am Ausgangspunkt, so ziemlich. Herzlichen Glückwunsch, du bist wieder am Anfang. Nein. Ich habe mich gehört, jetzt bist du wieder am Anfang. Wo mit den besten Chancen. Das sieht gut aus. Okay, links, rechts, geradeaus. Stufe A. Okay, da wären wir. Shift. Durch hier. Ah. Nee, B. Na, sehr toll. Schaffen wir es hier durch, geradeaus. Sehr schön. Hat hier nur Stunden gedauert. Ja, ist schon fast ertrunken. Denn das ist die zweite Prüfung. Was willst du erreichen? Bis du das fertig hast, dass du nur noch den Leichen beerdigen. Wann gehst du dann endlich zur Polizei? Du kannst das Spiel nicht gewinnen.
Mittwoch, 21.06 Uhr. Oh mein Gott. Okay, kann ich jetzt spielen? Dem Typ geht's nicht mehr gut. Ja, ich meine, Mitleid mache ich da jetzt aber leider irgendwie nicht. Idiot. Was der sich auch immer antut. So präzise zu gehen ist auch niemals eine Option. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Wahrscheinlich nicht. Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Sie haben sehr hohes Fieber. Ja, natürlich. Der wurde halb gegrillt. Ja, ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Dieser Idiot. Langsam bin ich an dem Punkt, nicht nur langsam, sondern schon ziemlich lange bin ich, lange nicht langsam, bin ich an dem Punkt, wo ich sage, sollte doch kopieren, sollte kopieren, wenn das ist. Geh zur Polizei, Idiot. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Das ist das Simulationsglück. Das tut sich schrecklich weh. Aha. Dafür, dass wir Desinfektionsmittel in seine Wunden träufeln, mir geht ja relativ wenig. Ich habe alles desinfiziert. Das alles desinfiziert hast du nicht, weil die große Wunde auf seinen. Die Beine, die. Ja, okay. Das Spiel ist nicht so anspruchsvoll. Entschuldigung, ich passe auf. Unter anderen Umständen könnte das. Sexuelle Content sein.
Das hier sollte helfen. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Oder auch nicht. Die Steuerung versagt mal wieder. Finde ich großartig. Jetzt brich bitte nicht sofort zur nächsten Mission auf. Dass die sich da wieder hinsetzen. Wenn man eine Sache abbricht, geht es wieder zum Anfang zurück. Man baut den nächsten Schritt nochmal. Jetzt erstmal wieder hinlegen, sich wieder hinsetzen. Das ist in Bert auch jeglicher Logik. Jetzt hier verjagt, legt sie ihn wieder hin und setzt sich wieder. Das ist auch absolut. Absoluter Schwachsinn. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Will die ihn verarschen? Wie geht's Ihnen? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Schön, dann kann er sich nicht nochmal schaden. Dann kann er nicht zum nächsten Selbstmordkommando gucken, was in der Box ist. Öffne die Box. Der kommt als kompletter Krüppel zurück, wenn er alle Aufgaben gemacht hat. Der hilft ihm seinen Sohn dann auch nichts mehr. Das ist der Kombination toter Rollifahrer zurück. Kann seinen Sohn dann auch nur noch anstarren und sabbern. Was hat er davon? Geht schon besser. Halt's Maul. Ungefähr 3 Stunden. Hast dich mal angeguckt. Warum spielen Sie denn Samariter? Warum hältst du ihn nicht Sie auf? Sie kennen mich nicht mal. Sie haben mir ja keine Wahl gelassen. Oder hätte ich Sie so liegen lassen sollen? Ja, hättest du. Sie sagen, sie sind hier, weil sie nicht schlafen können. Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ja. Viel größere, als Sie sich denken. Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Nein. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Die Polizei kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Idiot. Okay. Ich gehe dann. Stell keine Fragen, aber ab. Viel Glück. Alter. Ist das dumm.
Nee, du öffnest jetzt nicht die Box und gehst das nächste Ding an. Legst dich jetzt wieder ins Bett und machst schöne Woche Urlaub. Hier guckt das Bett. Ruhst den Tag aus. Guckst mal in die Minibar, vielleicht gibt es da was. Wahrscheinlich nicht. Hat niemand was reingetan seit dem letzten Mal. Stütze dich doch bitte gleich vom Geländer. Können wir das Ganze verkürzen. Sterben tust du sowieso, wenn du weitermachst mit der Mission. Wenn du sterben tust, tut er nicht, wenn er hier vom zweiten Stock springt. Aber zum Kuppel macht er sich und das hat er eh vor, deswegen zum Kuppel machen kann er auch hier, wenn er vom Dach hüpft. Also warum nicht? Das macht mich langsam wütend. Das ist eine Dummheit von Charakteren im Spiel. Hier ist ein Schrank. Können wir da mal reingucken. Ist das Telefon, können wir die Polizei mal anrufen? Nee, das ist absolut keine Option. Ich muss weitermachen. Ich habe schon zu viel Zeit verloren. Ich muss auf die Beine. Nein, die Schnauze. Ich will sie nicht mit reinziehen. Keiner darf etwas wissen, bis ich meinen Sohn habe. Ich hole dich, Sean. Ich finde dich, egal wo du bist. Ach, was soll's, krepier doch dabei. Mach's, hol die nächste Challenge. Werd glücklich. Als Puppe. Hat er nicht schon genug Opfer gebracht? Sind sie bereit, ein Opfer zu machen? Hat er nicht schon genug getan? Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Sie geht jetzt hoffentlich zur Polizei. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen Neuen. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Natürlich war er es nicht, er war auf dem Revier. Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer.
des Origami-Killers. Finden Sie Sean. Ich bitte Sie. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß! Richtig. Sie sind zur Aussage verpflichtet. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Der Psychiater hat ein gigantisches Ego. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Blake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie Blake. Gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich mir nichts. Blake, hören Sie auf, sofort. Lassen Sie mich. Sie haben dazu kein Recht. Blake, aufhören. Sag mal, du wirst ihn umbringen. Den nächsten Zeugen umbringen. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Bringt jetzt alle Zeugen um. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie denn Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Oh. Origami-Rätsel. Er kann also nicht mehr alle Missionen machen. Sehr schön. Guter Kopf freigeschaltet. Aha. Setzt ihn verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Das ist Blödsinn. Ich habe mal wieder Hinweise gesehen und auf den falschen Schluss gezogen. Es ist doch mal die Polizei.